was uns mit den Athleten von Swiss-Ski verbindet? Wir kümmern uns bereits heute um die Energie für morgen. BKW, offizieller Sponsor von Swiss-Ski. Ja, wie gesagt, wir hatten ein Training gehabt. Schlussendlich bin ich froh, dass es gegangen ist, weil heute ja, sehen wir ja gar nichts möglich. Es war recht weich und halt zum Teil auch knollig. Und ich denke, dass es morgen eventuell etwas ganz anderes könnte sein. Wenn es jetzt wirklich mal gefrieren über die Nacht, dann habe ich das Gefühl, treffen wir recht eine harte, kompakte Piste an. Das heisst, wir werden auch ein bisschen schneller sein, ein bisschen mit mehr Tempo auf die Schlüsselstellen zukommen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich in dem Moment einfach sich gut darauf einstellt und sofort mit dieser neuen Situation umgehen kann. Liegt Ihnen die Gandahar-Strecke grundsätzlich? Ich war bis jetzt in der Abfahrt da noch nie wirklich gut gewesen. Es hat halt gerade oben dran eine relativ lange Fläche drin. Dort muss ich sicher schauen, dass ich gut mithalten kann. Und dann hat es einfach so zwei, drei Kurven, die man nicht darf, vermasseln darf. Und ich hoffe, dass mir die gelingen. Auch die Zielkurve ist noch einmal recht schwierig, dass man dort wirklich das Tempo für den Zielschuss noch gut mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich es dieses Jahr gut mache. In den letzten Jahren haben Sie in den Garmisch-Abfahrten die Top 10 jeweils verpasst. Ist eine Platzierung mit einstelliger Rangzahl Ihr Ziel oder blicken Sie weiterhin nach vorne? Das wäre sicher sehr schön. Ich glaube, das kann man manchmal vor dem Rennen noch nicht so genau sagen. Es kommt immer extrem auf Verhältnisse und alles darauf an. Wenn ich wünsche, würde ich natürlich gerne zurück aufs Podest. Wenn das gelingt, ist super. Und sonst muss man auch nach dem Rennen schauen, was ist drinnen gelegen und was vielleicht halt nicht. Und das nehme ich vorzu. Sie sind an einem im Januar erlittenen Muskelfaserriss in Cortina wieder in den Rennbetrieb zurückgekehrt. Sind Sie körperlich und skifahrerisch schon wieder bei 100% Ihres Levels angekommen? Ich würde sagen, körperlich bin ich wirklich schon wieder sehr weit. Was mir halt fehlt, ist so der Rhythmus und alles, der Rennrhythmus und Trainingsfahrten. Das ist natürlich schade, wenn so etwas während der Saison ist, aber ich bin sehr froh und dankbar, dass ich so schnell wieder zurückkommen konnte. Ich fühle mich jetzt schon wieder viel besser als man zum Beispiel zu Cortina. Ich denke, jetzt ist wirklich jede Fahrt wichtig. Schade, dass heute kein Training war, dass ich auch die Muskulatur und alles wieder das nötige Vertrauen finde, dass ich mit dem Körper wieder an den Rennrhythmus gewöhnen kann. Und wichtig ist, dass ich jetzt genug geduldig bin.